Ich grüße Sie mit dem Fried von unserem Herrn Jesus Christus. Ich will die Verse lesen, Johannes Kapitel 15, 18, 23. Oder so sein das. Wenn euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenket an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Die Jünger, sie sollen nicht überrascht sein oder mutlos sein, wenn die Welt enthalten wird. Mit dem Wort hier, was Jesus sagt, wenn, dann wird das andeuten, dass das auf jeden Fall so passieren wird. Die Welt hat dem Herrn Jesus gehasst und alle, wenn die Jesus nun fallen, die werden auch gehasst worden. Die Menschen von dieser Welt, die leben die Jahre, die sie leben, als was sie tun. Die sich selbst bedeuten und ihre Last von dem Fleisch flehen tun. Die vielleicht angebildet sind, mit sich selbst bis beschäftigt sind. In die Christen aber, die verurteilen, durch ihr geheiligtes Leben dieser Welt. Und du wirst diese Welt enthalten, weil die Christen wissen, dass durch ihr Wandel, dass die Welt im Anrechten ist. Und dort können sie nicht leiden. Ein Christ oder ein Jünger, er soll von der Welt keine bessere Behandlung erwarten, als was Jesus gekriegt hat. Er war kreuzverfolgt worden des Christus. Sein Wort waren sie kreuzverfolgt, aus der Rede von dem Herrn Jesus auch auflehnen. Das Haus und diese Verfolgung passiert an mir Nomens halben, sagt Jesus. Weil der Gläubige mit Christus verbunden und der Arm von dieser Welt getrennt ist, weil er Christus sein Nomen so sagt, das Ebenbild dreht und das, erfährt der Gläubige Mensch auch diese Verfolgung. Die Welt kennt Gott nicht. Die weiß nicht, dass der Vater dem Herrn in dieser Welt geschickt hat, um ihr Heiland zu werden. Doch anweiten hat, das ist keine Entschuldigung. Der Herr will hier nicht lehren, dass die Menschen keine Sünder wären, wenn er nicht gekommen wäre. Von der Zeit von Adam sind alle Menschen Sünder gewesen. Doch der Sinn von den Menschen zu der Zeit, Jesus wird nicht so annähernd, so groß gewesen, so ist die Zeit, wo Jesus gerade appariert wohnen dort. Sie hatten den Segen Gottes gesäunt und seine wunderbare Wirt gehört. Sie können an einem keinen Fehler fangen und doch lehnen sie ihm auf. Und da mögen ihre Sinn so furchtbar und deswegen haben wir hier einen Vergleich davon. Vergleich mit ihrem furchtbaren Sinn, der dem Herrn der Herrlichkeit aufgelehnt haben. Nun wäre ihre andere Sinn durch wir erwähnt ja, ich war es fairer, als was nun, was diese Menschen noch deuten. Nun hatten sie keine Entschuldigung für ihre Sinn. Sie hatten doch das Licht von dieser Welt mutwillens aufgelehnt. Indem sie Christus hassen deuten, hassen sie auch den Vater, weil die beide eins sind. Sie können nicht behaupten, Gott zu leben, denn wenn sie ihm geläuft haben, dann hatten sie auch dem Janin geläuft, den Gott geschickt hat, also Jesus Christus. In dieser Karte und auch, wo wir abgefordert, ein Licht zu sein in dieser Welt, auch wenn wir verfolgt waren, oder Mut zu holen, für den Herrn durch zu sein, auch wenn wir verfolgt waren. Aus dem Jahr Gottes soll wir damit rechnen, dass wir keine bessere Behandlung kriegen auf dieser Welt, als was Jesus gekriegt hat. Und vielmal, der uns das weh und uns ist das unmöglich, wir möchten das gar nicht so haben, weil wir erwarten, was betet. Aber Jesus selbst sagt das hier, damit wir nicht alle anmütig worden, überrascht sein und auf einmal noch verzeihen. Sondern wenn die Welt uns nicht lieben kann, dann soll er tun sein, wenn wir Jesus lieb haben. Und wenn er tun ist, dann shall wir uns freuen, weil da wird ein Lohn geben in der Ewigkeit. Nun wünsche ich uns Gottes Segen. Weil wir noch beten. Lieber Herr Jesus, danke für die Kraft, die du uns schenken lässt, die wir haben, hier auf dieser Erde oder in dieser Welt zu leben, und die Dinge, wo wir gehasst waren von der Welt, wo die uns nicht verstehen können, wo wir vielleicht Sport leiden möchten, du tragst du uns und du sei wir dir dankbar.
dass er uns auch helfen, dass wir uns nicht treschreiten oder mutlos machen lassen, sondern dass wir mutig durch sind, das Evangelium zu predigen, ein Licht für diese Welt zu senden, damit noch mehr Menschen geraten werden. Danke dafür, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.